Phoenix Startup International. Fargomed Biopharma GmbH. Viren gegen Bakterien. Die Antibiotikakrise verschärft sich zusehends. Bereits heute sterben in der EU jährlich mehr als 25.000 Patienten an antibiotikaresistenten Infektionen. Und es soll noch schlimmer werden. Wir brauchen also dringend Alternativen zu Antibiotika. Wir glauben, die Bakteriophagen sind die offensichtlichste Alternative. Bakteriophagen sind natürliche Viren. Und zwar sind das die häufigste biologische Einheit auf der Erde. Die können prinzipiell gegen jede bakterielle Infektion angewandt werden. Das erste Produkt, das wir entwickeln, wird speziell gegen eine Form von Bakterien wirken, nämlich Staphylococcus aureus. Und das ist ein Bakterium, das sehr häufig Implantate infiziert. Und das Schlimme bei solchen implantatassoziierten Infektionen ist, dass sich bakterielle Biofilme bilden, also Schichten von Bakterien, die sich einkapseln in einen Schleim, der mit Antibiotika so gut wie nicht behandelbar ist. Phagen können diese bakteriellen Biofilme aber auflösen. Sie injizieren ihre DNA in die Zelle rein, übernehmen den Stoffwechsel der Bakterien, sodass die Bakterien nicht mehr ihre eigenen Proteine produzieren, sondern nur noch Bakteriophagen. Und wenn die Zelle komplett voll ist mit Bakteriophagen, platzt die Zelle. Und so entsteht eine Kettenreaktion, die dazu führt am Ende, dass die Zellen, dass die Bakterienzellen komplett eradiziert werden können. In dieser Mikroskopie-Zeitrafferaufnahme sieht man Phagen in Action. Man sieht nämlich, wie die Bakteriophagen diese antibiotikaresistenten Staphylococcus aureus Zellen innerhalb von 4 Stunden bis auf die letzte Zelle zerstören. Die Gründung von Phagomed geht sehr stark auf unsere klinischen Mitgründer zurück. Darunter zum Beispiel Professor Wippermann, der in Deutschland bereits seit 20 Jahren Patienten in aussichtslosen Situationen mit Phagen behandelt. Mit der Gründung von Phagomed wird es uns in Zukunft gelingen, mehr Patienten mit Bakteriophagen zu behandeln und dieses auch außerhalb von individuellen Heilversuchen. Die Wiedereinführung der Phagentherapie ist ein komplexes Unterfangen. Hierzu brauchen wir sehr vielfältige Expertise, die wir durch unsere internationalen Partner in Phagomed einbinden. Wir glauben also, dass wir heute gut aufgestellt sind, um an phagenbasierten Arzneimitteln zu arbeiten. Unsere ersten klinischen Studien wollen wir gerne bis 2021 anfangen und damit den Beweis legen, dass Phagen auch in unserer Medizin ihren Platz haben.